Meditationsstunde am Centre de Bouddhisme Zen von Strasbourg. Rituale ist nur eine äußerliche Sache. Ob es notwendig ist, weil man sich konzentrieren muss, aber wie in sich selber nichts. Petit. Im Zazen ist, was im Kopf vorgeht, alles und der Rest nichts. Die wieder herkommen, manchmal ein paar Mal in der Woche, sollen keinen Lohn in einer anderen Welt. Wenn ich eine Stunde Zazen mache, wenn ich komme, lasse ich meine Sorgen drüssen, setze ich ruhig an und in meinem Kopf mache ich ein bisschen Ordnung. Dann bin ich ein anderer Mensch, wenn ich rauskomme. An der Woche versammeln sich alle vielen Vereine, wie Milsos vom Buddhismus stammen, mit ihrer Botschaft für alle Elsasser. Zazen oder Buddhismus lässt sich mit allem verbinden. Ja, das ist mein Fall. Ich bin katholisch aufgewachsen und bin katholisch. Es gibt Dominikaner, die machen Zazen, es gibt Juden, es gibt von allen Horizons. Das ist gar kein Problem. Im Gegenteil, das tut unsere Religion vertiefen und man versteht sie besser durch das Zazen. Zazen und alle Ideen wie der Buddha Ehre schlupfen also vor allem in sich selber. Ist Buddhismus eine Religion oder eine Philosophie? Die Frage bleibt offen. In unserer westlichen Welt ist viel von dem Gedanken weit und fern für uns. Probieren kann man es aber trotzdem.